Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu Age of Empires 2 HD Edition. Ja, wieder Multiplayer. Ich versuche mich zu konzentrieren und mal möglichst mein Bestes zu geben. Guck mal, was bei rauskommt. Regeln sind wie immer und ich habe wieder die Briten. Und da geht's jetzt hier auch schon los. So, jetzt. Bau mal, schneller. Die sind, verstecken sich jedes Mal. Ich sehe die nie. So, hier haben wir auch die Schafe, das ist schon mal sehr gut. Dann können wir den jetzt gleich hier drauf schicken, so. Oh, das sind richtig viele, guck mal. Cool. So, du auch noch bitte, Schäfchen. So, die zwei müssen ja gleich fertig sein eigentlich. So, haben wir den schon markiert? Nein. Ah, hier ist noch ein Schaf. So. Dann gucken wir mal. Einen müssen wir, glaube ich, noch drauf schicken. Sind jetzt... Oh nein, da steht die rum. Ah, passiert. Das war früher viel schlimmer. Steht auch dumm rum. So, mit dem Schaf, das können wir einfach mal nehmen und ein bisschen scouten. Das habe ich nämlich jetzt, ich habe mir nochmal ein Video angeguckt, da haben die das auch so gemacht. Mal sehen, ob ich das halbwegs hinbekomme. So, einer muss noch drauf auf die Schafe. Suchen wir erstmal hier noch ein bisschen rum. Wobei, nee, der nächste soll die Mauer bauen. Der siebte soll die Mauer bauen. Das heißt, ich werde mal gucken, dass ich mit dem Speer dann den Dorf hier protecten kann. Den müssen wir dann hier irgendwo hinschicken. Weil wir haben ja schon 6 an Schafen und danach baut die Lumbermüll. So und nicht anders. Übrigens, ich hoffe, es ist okay mit Facecam. Ich werde es ganz dezent transparent machen. Links oben. Könnt ihr mal dann sagen, was ihr davon haltet. Ich werde es auch so machen, dass es nicht allzu sehr stören sollte. So, Lumbermüll. Die hier soll Lumbermüll bauen. Du gehst bitte weiter hoch. Nicht, dass da ein Wolf rumrennt oder so. So. Die schicken auch alle hier hoch. Und wir müssen jetzt eigentlich langsam mal ein Schwein dann ranholen. Eigentlich. Ist ja nicht der Durchgang? Okay, dann folgen wir einfach mal hier. So, mit dem Schaf. Ah, hier ist ein Schwein. Sehr gut. Schicke ich mal die hier runter. Und hoffe, dass ich das irgendwie hinbekomme. So, erstmal weiter alle hier hin. Der 11. sollte ja schon ein Haus bauen. Ich glaube nicht, ne? Der 12. soll ein Haus bauen. Und der 12. soll ein Schwein ranholen. Der 13. eine Mühle. Dann der 11. oder 12. ein Haus. Müssen wir dann gleich mal machen. So, hier ist der Durchgang. Und das wird ja zu sein, schätze ich mal hier. Gehen wir hier hin. Das wird ja wahrscheinlich zu sein. Denk ich zu. Oh nein, jetzt kommt hier der Wolf, ey. Das kotzt mich schon wieder an. Ah. Renn mal weg, renn mal weg, renn mal weg. Das wäre scheiße, wenn der stirbt. So, Schwein ranholen. Habe ich auch wieder verpeilt. Mist. Probier es nochmal. Komm, komm, komm. Oh, jetzt sind da zwei Wölfe. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, es war auch ein Fehler von mir wahrscheinlich, den das hochzuschicken. Den kann ich schon mal abschreiben. Das wird nichts mehr. So, wenigstens das jetzt versuchen wir mal hier hinzubekommen. So, jetzt renn mal bitte hoch. Du rennst nochmal hoch zur Mauer. Baust jetzt mal bitte einfach mal hier hin. So. Das müsste ja eigentlich passen. So, und die kommt gerade rechtzeitig. Geh mal hier rein. Sonst kannst du wieder rausgehen, weil der wird jetzt, glaube ich, das resettet, die Akku. So. Naja, es läuft nicht super optimal, aber immerhin kriege ich ein bisschen was hin. Und ich habe schon eine Mauer jetzt gleich. So weit waren wir ja noch nie. Ja. So, ich werde aber jetzt erstmal mit dem Speer noch ein bisschen scouten. Drum habe ich den erstmal noch hier. Hier haben wir noch das Schaf, das können wir auch mal wieder hochholen. Ein Dorf ist weiter pumpen. Geht mal rein, gebt mal ab hier. So, das müsste reichen. Das passt erstmal mit dem Haus. Ah, eine Mühle müssen wir jetzt bauen. Wo sind die Büsche? Ich denke mal hier einfach, ne? Ja, ich schicke ihn einfach dahin. Ich gehe davon aus, dass sie da sind. Gibt es eigentlich gar keine andere Möglichkeit. So, währenddessen schicke ich die jetzt mal noch. Ah, ne, die ist schon fast tot. So, gebt das mal wieder ab, bitte. Noch weiterbauen können. So, und die hat Leben. Schicken wir mal hier hin, Speer. Ja. Aber es wird langsam. So, hier muss irgendwo die Mühle sein. Quatsch. Oh, sind die Büsche hier oben? Das könnte mir nicht erzählen, dass ich jetzt die Büsche nicht finde. Ah, sehr gut. Habe ich richtig getippt. Komm schnell hoch. So, Mühle. Habe schon wieder die Taste leider vergessen. Oh nein! Verdammt! Naja, egal.
Ja, aber es ist halt auch durch den Lag und so, ne? Aber dann natürlich auch, weil mein Kopf laggt und das Spiel laggt. Die Summe ist halt echt scheiße, ganz ehrlich. Muss man wirklich so sagen. Aber ich krieg ja langsam die Schritte wieder rein und weiß ungefähr, was ich tun soll, was schon mal ganz cool ist, so. Ist halt nur blöd, dass ich jetzt viel zu wenig auf Nahrung gerade habe. Ich habe da viel zu spät angefangen, mich drum zu kümmern. Das ist ärgerlich. Deswegen kann ich jetzt gerade nicht durchbauen. So, gehst mal bitte rüber, du Spiel. So, reicht das jetzt? Sehr gut, wenigstens was. Jetzt können wir gleich wieder zwei hier bauen. Ja, krass, wie viel Fleisch die gerade hatten. Unfassbar. Ja, nee, da schickt man den Rest mal auf die Büsche erstmal. Aber wenigstens machen wir ganz viel Holz. Super. Braucht man zwar jetzt noch nicht, aber egal. Und wir spielen gegen Dovahkiin, Alter. Hab ich ein bisschen Respekt, um ehrlich zu sein. So, die Mauer steht auf jeden Fall noch. Ach, sag mal, hier gibt es zwei Durchgänge. Oh, nee, oder? Ich glaube fast, hä? Und da steht da noch, der Dorfidum rum. Verdammt. Ich glaube, hier ist auch noch ein Durchgang. Da muss ich auch mal noch zubauen. Hä? Ach, hier ist einer drinne. Mist. Ja, okay, dann machen wir hier weiter. Ach, Mist. Ah, ist das der jetzt gerade von hier kam? Ah, okay. Habe ich da überhaupt, ist das Richtige? Ich hätte hier zubauen müssen. Ich wette, das ist der einzige Durchgang. Aber wie gesagt, da waren ja die doofen Wölfe gewesen. Immer diese Wölfe, ey. Und ich habe auch nochmal geguckt. Also es gibt wirklich Dutzende verschiedene Strategien bei Age of Empires. Da gibt es auch sowas, das nennt sich Flush. Das ist halt dann so ein Rush mit keine Ahnung was. Dann gibt es einen Trush oder so. Das ist ein Tower Rush. Gibt super viele Möglichkeiten. Aber ich möchte halt erstmal wenigstens die eine jetzt hier ein bisschen reinbekommen. Das mit der Boom Strategy, das kann nicht so schlecht sein. Und so kriege ich erstmal wenigstens ein bisschen wieder die Basics auch mit und so weiter. Weil nach 5-6 Spielen ist es halt nicht getan, da ist halt echt immer viel zu beachten. So, ja, super, hier ist auch ein Durchgang. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier der einzige dann ist. Also die Mauer habe ich dumm gesetzt, aber es ging ja nicht durch die Wölfe. Wo sind die Wölfe jetzt? Muss ich erstmal gucken. So, macht mal hier noch weiter. Wobei, du kannst schon mal ein Feld bauen. Du auch. Dann machen wir gleich hier, wenn er mal hier ist. So, wir müssen jetzt noch ein Haus bauen. Nehmen wir die gleich, die hat gerade abgegeben. So. Ja, hier sind die Wölfe. Da können wir doch rein theoretisch hier eine Mauer bauen. Vielleicht werden die ja dann nicht gleich angegriffen. Ah, das ärgert mich schon wieder. Habe ich schlecht gescoutet, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich gehe jetzt auf Nummer sicher. Ich möchte nicht wieder so eine doofe Überraschung. Ich hoffe nur, dass das so okay ist und die Wölfe mich nicht angreifen. Das war sehr angenehm. So, dann können wir jetzt mit dem erstmal ein bisschen scouten. Gucken wir mal, was der momentan hat. Momentan führen wir ja ganz gut von Punkten her. Ganz ehrlich, das mit dem danach wohin schicken, das funktioniert nicht. Also wenn man Shift und dann rechte Maustaste, das klappt nicht. Also, oder ich drücke was falsch. Also, oder es ist falsch, Shift zu drücken. Das klappt nicht. Ich habe das vorhin auch nochmal, guck mal, wenn ich so hier mache. Sollte er ja eigentlich hier lang laufen und dann dahin, aber er wird jetzt irgendwo hinlaufen und dann direkt stehen bleiben. So, können wir mal ein bisschen nerven hier. Seht ihr, jetzt steht er wieder da. Und hier war auch eine Fahne, hier eine Fahne. Also das ist irgendwie buggy, ich weiß es nicht. Irgendwas davon. Ja, den, warte mal, nö, den einen schafft er ja. Jetzt nicht mehr. Na, jetzt können wir wegschicken. Ah, ey, das gibt's doch gar nicht. Ein Schlag noch gefehlt. Aber wir haben wenigstens ein bisschen abgelenkt. So, hier stehen sie dumm rum. Machen wir schnell, soweit das halt geht. So, nee, so viel wollen wir gar nicht mehr bauen. Ui, jetzt ist er hinter mir her. Können wir schon die nächste Zeit, nee, da fehlt uns noch Essen. Okay, ja, es war einfach wieder ein bisschen zu langsam alles. Ich bin ja schon mal froh, wenn die Mauer dann mal steht. Das wäre ja ein Fortschritt. Und, sehr nice. Und ich hoffe auch, das ist die einzige Mauer. Wenn wir jetzt versuchen rüberzuschicken, findet ihr keinen Weg. Sehr gut, das heißt, das ist die einzige Mauer. Das ist nice. Das heißt, wir können schon mal nicht erstmal jetzt gerusht werden. Oder wir werden zumindest vorgewarnt und später werde ich dann wahrscheinlich auch eine Steinmauer hinbauen. Unser Spieler lebt sogar noch, sehr gut. Das ist spitze. Ah nein, ich wollte in die nächste Zeit. Ah, nicht so schlimm, weil ging das ja alles wieder. Das darf ich jetzt mal nicht verpeilen. Ah, wir haben am Holz zu wenig, glaube ich. Und am Essen zu viel. Das ist ja jetzt erstmal nicht so schlimm, da können wir jetzt erstmal die nächste Zeit gehen. Was ist denn überhaupt die Taste dafür? Habe ich keine. Muss ich mal irgendwann noch belegen. Wir nehmen jetzt mal noch drei. Ach Gott. Drei bitte nur. Ich schicke erstmal einen hin.
BX. BX. So. Nehmen wir mal noch. So. So, hier können wir erstmal nichts mehr machen. Ein Haus muss ich auch nicht bauen. Wir bauen ja nur 3 Dorfies in der nächsten Zeit und dann gehen wir auch schon Tech 3. Bislang sieht es ja noch ganz gut aus von Punkten. Ich werde den erstmal jetzt hier lassen, den Speer, und einfach mal schauen und dann später einfach nochmal vorbeigucken dann, würde ich sagen. Ich schicke mal irgendwie, was schon noch mehr an den Rand. Nicht, dass er mich doch zufällig entdeckt, weil der ist ja One-Hit jetzt. Ja. So, jetzt sieht das erstmal ganz gut aus. Es steht auch keiner dumm rum, das gefällt mir schon mal ganz gut. Da freue ich mich. So, wie viel haben wir jetzt hier? 9, hä? Ja, sieht gut aus. Die Büsche sind auch gleich alle, da muss ich jetzt schon mal Felder bauen, weil sonst läuft es wieder so hinaus, dass ich dann wieder das verpeile. Ja, sind jetzt noch Felder? Ich sehe es nicht. Bäume sind zu hoch. Ja, und deswegen hätte ich die Bäume mal noch abhacken sollen. Das kann ich hier nicht direkt noch daneben bauen. Wir sind jetzt hier noch 3. Oh, das ist ugly. Da muss ich jetzt ganz öfters mal hier Maustastenmittel drücken, weil sonst kriege ich das nicht mit, weil ich sehe das ja auch nicht. Das sieht ja erstmal ganz gut aus, so. Mein Start war zwar sehr holprig, aber okay. So, 3 Dorfies. Ich schick mal, erstmal bauen wir die Schmiede. Die baue ich nicht hier hoch, die baue ich hier hin. Auf Eis geht wohl nicht. Dann bauen wir es halt hier hin. So, und du brauchst noch einen Marktplatz. Oh, ist das laggy. Das wird jetzt halt nicht besser, ne? Ja, bauen wir hier hin. So, und einen schicke ich mal hoch. Und baue mal eine Steinmauer noch hier hin. Habe ich auf V? Ha, nice. Dann machen wir es so hier. Ich hoffe, dass das rechts abgedeckt ist dann. Werden wir ja sehen. Weil dann habe ich auch notfalls noch Zeit, falls ich sehe, dass er angreift oder was aufbaut, dann noch da Türme hinzubauen und so weiter. Und irgendwann können wir ja dann noch die Burg bauen. Das geht jetzt relativ schnell. So viel brauchen wir gar nicht. Einer geht doch nur noch. Jetzt ist voll. Okay. Ich baue jetzt aber erstmal... Ne, ich kann ein Haus bauen, weil... das Holz brauchen wir eh nicht, um in Tech 3 zu kommen. Tech 3 brauchen wir jetzt noch 200 Gold. Ah, da sehe ich, seht ihr, was ich vergessen habe. Gold. Aber das werde ich jetzt über Marktplatz erstmal lösen. Dass wir wenigstens nächste Tech erstmal kommen, auch wenn es mich ärgert, dass ich das schon wieder vergessen habe. Dann nehmen wir die von den Büschen, die jetzt natürlich so dumm rumstehen. Mann. Und du baust mal noch ein Feld, sonst haben wir dann irgendwann einen Mangel an Essen. Ah, jetzt geht er dann gleich wieder los. Ja. Aber im Holz haben wir jetzt viel zu wenig, finde ich. Schicken wir die auch nochmal zum Holz. Oh Gott, jetzt fängt das schon wieder an, ey. Naja. Ich hoffe auch ganz inständig, dass sie das bald patchen, weil ewig werde ich das dann nicht mehr so weiter spielen, weil... Weil es mir auf den Sack geht dann einfach irgendwann mal. Hm? Also ich hoffe, dass sie das irgendwann jetzt in den Griff bekommen. Sonst habe ich schon vergessen, nächste... Nee, warte mal. Marktplatz, was verkaufen wir? Verkaufen wir einfach mal Holz und Stein einmal, so. Jetzt Tech 3. Sehr gut. Und wir haben ganz schön Punktevorsprung bisher. Ich werde auch versuchen, das dann schnell zu machen, ne? Ja, mach hier, so. So, da hätten wir alle. Der Spieler lebt auch noch, das ist sehr gut. Wir können ja mal kurz einen Blick riskieren, was er so hat. Muss mal schauen. Hier hat er sein Lager und dann schicke ich ihn erstmal hier hin. Jetzt hätten wir... So, ja, wir sollten Holz jetzt schnell upgraden und alles, ne? Seht ihr, das habe ich schon vergessen. So. Machen wir erstmal Stein. Hier machen wir Gold. Ich hoffe, das reicht noch. Sehr gut. Geil, geben wir das alles erstmal hin. Mühle tue ich mal fix hier. F war das, glaube ich, ne? Dass das automatisch gemacht wird. Ja, das war jetzt ein bisschen zu viel. So, jetzt aber. Nein, hier bitte. Danke. Wir haben echt zu wenig am Holz. Ich werde mal... Jetzt ist der erst voll da, Zeit, Alter. Was ist denn da los? Ich werde die mal noch nehmen und hier hochschicken. Ich habe auch schon wieder vergessen, eine zweite Lampe. Ich baue jetzt mal noch eine Lambermüll. Das habe ich schon wieder verpeilt. Taste schon wieder. Z war es, ne? Ja, gleich müssen wir genug haben auf jeden Fall. Was kosten die? 100 wahrscheinlich, ne? Ja, das haben wir doch gleich. So, jetzt. So, hier bitte. Der Speer ist hier noch am Start und da müssen wir mal gucken jetzt. Ich muss auch gleich dann wieder Häuser bauen, das darf ich nicht vergessen. Ah, die steht auch dumm rum. Ich weiß nicht, ob ich hier noch was hinbauen sollte. Ich glaube aber, dass das passt. So, ich gehe mal auf Nummer sicher. So. Nicht, dass das dann daran liegt, dass ich dann verliere, weil dann doch irgendwie eine Lücke ist. Guck mal einfach mal.
Heißt nur gleich nächstes Tag. So, jetzt werde ich erstmal fix und Dorfis pumpen. Währenddessen scout ich mal hier, ne? Und dann muss ich dort den Marktkran mal noch schnell machen. Und dann müssen wir gleich dann Dorfzentren bauen, ne? Da sind die Briten gar nicht so schlecht, weil ich habe jetzt geguckt, das ist eine Spezialfertigkeit von denen, dass die Dorfzentren weniger kosten. Wir schicken den erstmal hier hin. So, wir brauchen dann... Ah, das ist schon wieder... Ich übertreibe schon wieder. So. Worauf habe ich ein Dorfzentrum jetzt belegt? Ich habe Tabulator. Hm, interessant. Nicht genug Holz. Okay. Ja, dann sammelt mal. Ich werde währenddessen mal hier schon machen. Und jetzt Marktkarren. Nicht genug Holz. Scheiße. Ja, das muss schneller gehen dann. Die Stunde um rum. Ja, dann schicken wir die mal aufs Holz. Haben wir ja gerade im Mangel. So, wollen wir mal einen Turm hinbauen? Sicher, sicher. Was kostet der? Ah, der kostet doch kaum was. Nur ein bisschen Stein halt. Wollen wir hier hin. Und der kommt halt nicht durch und kann mich nicht nerven, was schon mal super ist. Ah, jetzt hat er mich entdeckt, ha? Scheiße. Aber guckt mal, der hat hier... Das sind bestimmt Schießanlagen, oder? Nee, das sind Häuser. Okay, dann habe ich absolut keine Ahnung, was er jetzt macht. Aber wir haben noch guten Vorsprung. Ich mache einfach jetzt mein Spiel weiter und dann könnte das gut gehen hier.